Scheiß alles ein. Reiß alles nieder. Ja, lol, Vogel. Ah, Vogel oder Käfig, Vogel. Wo ist er? Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Gut. Elizabeth, es tut mir leid. Wie hammer awesome ist das denn? Elizabeth? Willkommen in Rapture! Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm! Ich will mir erstmal das Blitzplatz geben. Was kommst du über den Finger? Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter! Okay. Ah, hier hat man den Schraubenschlüssel geholt. Ich glaube, ich weiß, wo sie hin will. Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elizabeth? Was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Okay. Ha! Alter, das finde ich echt genial. Noch weiter nach unten? Okay. Eine Stadt auf dem Meeresgrund? Lächerlich. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Okay, was meint sie jetzt damit? Komm, es ist hier lang. Komm! Okay. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Na dann. Tür öffnen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach what überall. The fuck? Man braucht es sich nur aussuchen. Ach du Scheiße. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante okay. Und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Ha. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Mhm. Da.
Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Ach, am Anfang Scheiße. Steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Okay. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein geniales und gleichzeitig verwirrendes Ende in einem Spiel. Das ist echt genial gemacht. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Nein. Deine Sünden zu tilgen, wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Alles, was du warst, hinter dir lassen. Jesus, wasche diesen Mann rein. Im Blute des Lammes. Lass ihn wiedergeboren werden. Herr, Schluss. Nein. Was soll denn das? Sieht. Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Aber pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Okay. Nächste Tür öffnen. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Nächste Tür. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Gibt's noch andere Möglichkeiten oder muss ich das jetzt machen? Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Ja, muss ich jetzt ja wohl machen, ne? Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Okay. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Tot? Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Hey. Okay. Ich bin ziemlich instabil. Ich steig aus.
Gib sie zurück! Gib sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen! Komm! Mir ist eben einfach nicht wohl dabei! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Anna? Ach du Scheiße! Nein. Oh mein Gott! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Die ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance, für uns zusammen zu sein. Ich sag doch, sie funktioniert. Wir wissen bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Bitte nie. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Ja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Okay, auf los geht's los. Ach du Scheiße, ey. Da denkt man, das Spiel ist so vorbei, mehr oder weniger. Und dann kommt noch so ein, mehr oder weniger so ein Ende hier. Alter Schwede, okay, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen, reinen Tisch zu machen? Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Wiedergeboren werden. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das bringt meinen Kopf gerade etwas zum Qualmen, aber...
Alter Schwede. Was für ein Spiel. Teilweise habe ich da echt durch die Story nicht durchgeblickt, weil die wirklich ziemlich komplex ist, die Story. Also ich hatte ewig keine derartig ausgefeilte Story mehr in einem Videospiel. Und ich muss echt sagen, also es ist sogar... Ja, es ist eigentlich die beste Story in einem Videospiel. Also, wenn ich da jetzt falsch liege, irgendwie schreibt's, aber ich kenne kein Spiel mit so einer derart komplexen Story, die mir dann auch noch so enorm gut gefällt. Also, verdammt, jetzt muss ich erst nochmal das komplette Spiel quasi Revue passieren lassen mit dem Ende jetzt quasi. Mit den Informationen, die ich am Ende bekommen habe. Nur mal das ganze Spiel, damit ich das... Oder ich spiele es noch ein zweites Mal gleich. Ich glaube, das ist einfacher. Kann ich auch gleich mal gucken, was passiert, wenn ich andere Sachen wähle. Weil was ist zum Beispiel, wenn ich für die Brosche... oder als Brosche... den Käfig wähle und nicht den Vogel. Verändert das dann das Ende? Was ist, wenn ich den Typen da an der Kasse abknall und mich mir nicht in die Hand stechen lasse von dem? Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen letztendlich haben wird, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und mal verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Das Spiel lohnt sich auf jeden Fall, es mehrfach durchzuspielen. Also, auch wenn das dieselbe Story nochmal wäre, würde es sich aus meiner Sicht lohnen. Hammergenial. Ja, kommen wir mal, also die Grafik, zur Grafik. Das Spiel läuft, glaube ich, auf einer modifizierten Unreal 3 Engine. Dafür, dass die Unreal 3 Engine jetzt schon relativ alt ist, sag ich mal, fand ich trotzdem die Grafik sehr schön und anschaulich. Und es sah einfach nur episch aus, die Stadt, sah einfach nur genial aus, also das kann man nicht anders sagen. Und der Sound, ja, der Soundtrack, also der ist ja wohl auch nun einfach nur unglaublich. Ich mag sowieso so diesen alten Stil in so Spielen, so Steampunk und sowas, das gefällt mir ganz gut. Dann auch die passende Musik dazu und Untermalung und so, das war in dem Spiel echt gut getroffen. Ja, was soll ich kurz sagen? Story war die beste, die ich je erlebt habe in einem Videospiel. Die Grafik war auch klasse. Der Sound war genial. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall in meinen Top 5, wenn nicht sogar das beste Spiel, weil gerade die Story, darauf lege ich halt ganz viel Wert. Also da kann auch die Grafik dann oder sonst was schlecht sein. Wenn die Story gut ist, macht das einiges wieder wett, finde ich. Und ich finde, hier war eigentlich alles stimmig. Ja. Mehr gibt's eigentlich von meiner Seite nicht zu sagen. Deswegen... Okay, warum zweimal Elisa... Ach so, einmal jung, einmal alt. Okay. Oder nee, Mocap. Na egal. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Der Abspann bleibt wie immer mit drin. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt wieder. Ciao.
This is fine. It's that one line I don't. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord. My home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord. My home was lonesome. All my brothers, sisters cried. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because it, then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing one. We'll get the actual one. Else. Awesome. Can we run it through this video? Sorry. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle by and by. There's
Slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Job, who do you want, Job? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Anna? Anna, bist du das? Hello.